Hallo Leute, willkommen zu Part 24 von Max, The Curse of Brotherhood. Und da sind die Brothers hier und müssen eine Schlucht, die mit Lava durchströmt wird, nach der anderen überwinden. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Also hier müsste eine Liane sein. Okay, und zwar eine sehr lange. Das ist wahrscheinlich... oh nein, ich dachte, das ist ein Ast. Das ist auch eine Liane. Und das hier ist auch eine Liane. Ja, eine Dreiecks-Lianen-Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da runter müssen. So, dann würde ich jetzt als erstes mal versuchen, den Felix hier festzumachen. Aha. Und mit unserem Max würde ich mal... dann los. Oh, die Kamera schwenkt. Oh, Moment mal, da kann ich auch was hoch donnern. Warum kann... oh, da ist ein Auge. Tut mir leid, Felix. Da müssen wir einen Abstecher machen. Alles klar. So, jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es sich dann nicht festhält. Okay, aber das Auge haben wir. Es war bei mir so die Idee, dass ich da vielleicht immer zwei Lianen auf einmal an dem... dann mal los. An dem Teil festmachen muss. Okay. Bam. So zum Beispiel. Und dass man sich dann stufenweise runterlassen kann. Also würde ich jetzt auch mal sagen. Ja, ja. So in etwa. Ja, ja, ganz ruhig. Im Augenblick haben wir doch alles unter Kontrolle, Felix. Ich weiß bloß nicht, ob das so bleiben wird. Okay. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so klug war. Moment, kann ich das jetzt wieder... nein, das kann ich nicht rückgängig machen. Ich doof. Ja, okay. Dann werde ich mich mal hierhin hängen. Ja, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Bam. Bam. Ich glaube, das war nicht der letzte. Jawohl. Wo ist denn eigentlich unser Max? Ah, hier ist unser Max. Orange Haare, oranges Ambiente. Das sieht man da schlecht. So. Aber die aufregende Musik hat aufgehört. Halt. Bam. Das sieht gut aus. Sieht so aus, als hätte ich das geschafft. Jetzt habe ich das Angst, dass da keine Blockade mehr ist. Was ist das? Das ist auch eine Liane. Warum ist die da? Ich lasse sie mal runter. Da oben ist ein Auge. Deswegen ist die da. Okay. Wham. Aber jetzt brauche ich den Felix sein Gitter, um darauf zu kommen, damit ich an das Auge rankomme. Halt, 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 halt. Ah, nein. Ach, hey. Oder ist das generell zu klein? Zu niedrig, meine ich? Hm. Ah. Ah, hoch. Hoch. Jawohl. So. Ganz gemütlich durchschwingen. Hallo, Äuglein. Entschuldigung. Ah, ich dachte schon, jetzt stirbt er. Okay. Das wäre jetzt blöd gewesen. So, jetzt muss ich da wahrscheinlich rüber zu der Maschine. Ah, nein? Ja. Oh. Okay, ich werde jetzt als erstes mal dafür sorgen, dass dieses Teil hier nicht mehr schwingt. Ich glaube, das ist ganz geschickt. So viel Lava. Jawohl. Und jetzt schwingen wir, um in die andere Richtung zu gelangen. Jawohl. So, da ist ein Hebel. Warum wird das da so blinkend angezeigt? Ist da irgendwo Feuer oder so? Naja, schauen wir mal. Klapp. Ich hoffe, dass die Tür dazu ist. Bam. Okay.
Wenn ich das mache, dann... Ah, da unten ist Wasser. Okay. Ich dachte mir gerade, wenn ich das mache, dann ist unser Felix Geschichte. So, dann mache ich jetzt mal... Bam. Yes. Und... Bam. Boom. Okay. Was willst du denn da oben? Boom. So. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Okay. Ich hoffe, dass das geht. Oh, Moment halt. Jetzt muss ich mit unserem Max da rauf. So, weil unten kann ich nicht hin. Jawohl. Nochmal ein Hebel. Oh je. Und da unten ist aber dann nochmal ein Hebel. Ah, okay. Das war ein Schalter, das rote Teil. Sorry, Felix. Das ist ein Ast, oder? Der bremst unseren Felix. Jawoll. Ah, Dankeschön für den Brückenbau. Mhm. So, dann können wir dich mal weiterschieben. Sehr cool gemacht. Ich finde das Spiel schön. Und das mit der Framerate, wenn das nicht wäre, dann wäre das echt ein Top-Spiel. Aber es liegt wahrscheinlich auch an meiner Konfiguration. Eine Bombe! Okay, aber ich kann auch nichts machen. Oh. Jetzt muss ich unseren Felix, Felix, bleib ruhig. Ich brauche... Glaube, ich brauche einen Ast, oder? Komm ich mit dem hier eigentlich einen Ast? Nee. Ich versuche das jetzt mal anders. Ich mache mal den Ast so. Das ist sehr nett. Nee, das geht nicht. Okay. Also ich muss den Ast runterbringen. Geht dann das jetzt? So. Kann ich jetzt... Also den... Oh, nee, das ist es nicht. Das geht auch nicht. Nee, der Ast muss schon oben bleiben. Oder ich muss den Ast dann wieder nach oben befördern. Ich habe fast die Befürchtung, dass es das ist, was ich tun soll. Ja, das ist... Der Ast muss dann wieder rauf. Okay. Aber wie kriegen wir denn das? Ich muss dann den Ast ziehen, während der mich bombardiert, oder? Und der da oben wird mich auch bombardieren. Bam. Felix, du kannst mir nicht helfen, oder? Oder so vielleicht. Dass der eine zumindest mal aufhört. Ah, nee, der muss wirklich rauf, der Ast. Okay. Okay. Der Ast runter. Bisschen. Oh, halt. Ein bisschen, wenn er weiter vorne... Na, das geht sogar, das geht. Ach, nein. Es wäre so schön gewesen. Das wäre... Ich versuche das jetzt nochmal. Das wäre so schön gewesen, Leute. Irgendwie gibt es da eine geschickte Form. Nicht. Das ist ja eigentlich die gleiche Form, die ich gerade schon mal hatte. Sehr lustig. Nee. Irgendwas Kugeliges, sag ich mal. Ah, falsch rum. So rum. Nee. Ach doch, vielleicht das hätte aber... Nee. Habe ich denn eigentlich eine Chance, wenn ich den jetzt hier hochziehe? Ich dachte, vielleicht sieht er mich dann nicht oder so. Aber der ist ja auch noch da. Hm.
versuch's jetzt mal so. Nee, das bleibt da leider nicht. Der hat einfach gehofft. Nee, der muss wirklich rauf, der Ast. Ja, Mist. Knapp, oder? Vielleicht kann ich den raufbalancieren, Leute. Vielleicht geht das ja. So? Ich meinte ja eigentlich, dass wenn ich den hochhebe, dass er dann immer weiter nach links rutscht. Ja, das sieht doch aber gut aus, ne? So bleibt er doch, oder? Hallo Leute. Ich kann auch schießen. Jawohl. Bam. So, Felix. Und jetzt würde ich mal sagen, sind... Volltreffer. Jetzt sind wir mal an der Reihe. Muss ich rechts? Muss ich links? Links würde ich mal sagen... ist irgendein Auge oder so weiter. Sondern nur so ein kleiner Durchgang ist. Das hat, glaube ich, mit Felix eher nichts zu tun. Ah! Okay, ist aber nicht gestorben. Da brauche ich wahrscheinlich den Ast auch dafür, nehme ich mal an. Mit oder ohne Feuer, das ist mal gleichgültig. So, einmal draufziehen. Einmal draufstellen. So, schön. Gerade. Jawohl. So habe ich mir das gedacht, Leute. Na? Brauche ich dann nochmal Feuer? Oh, da kann er nicht durch. Ja, das ist ja blöd. Das ist ja, sag mal, richtig doof. Dann probiere ich mal das hier. Nee. Jetzt ist leider die Framerate wieder ein bisschen eingebrochen. Bam! Brauche ich dann nochmal Feuer. Damit das klappt. Nee. So lässt es sich jetzt besser zielen. Ach, das war unser Max, den wir da jetzt abgeschossen haben. Oder den ich abgeschossen habe. Das war jetzt auch nix. Ja, hallo? Nö. Wieso nicht? Nö. Was brauche ich da? Das ist doch eindeutig ein Durchgang. Und, da, und nicht ohne Grund soll ich doch da drauf schießen. Muss ich da was mit dem Ast machen? Ich wüsste nicht was. Aua. Entschuldigung. Beamen uns mal jetzt ganz auf die linke Seite. So weit wie möglich. Den Ast kriege ich doch da aber niemals rüber. Nö. Leute, das Rätsel ist etwas zu hoch für mich. Wow. Wir machen mit unserem Felix weiter. Und da würde ich mal sagen, da ist das dann irgendwie so. Nö, habe ich jetzt nicht geschnallt, wie ich da... Genau. Halt. Ich wollte eigentlich den hier ziehen. Jawohl. Kann ich hier was tun? Okay. Nee, also das Loch da drüben, das bleibt uns verwehrt, oder? Wenn ihr
Tipp hättet, würde mich da im Nachgang jetzt schon interessieren. Aber, Wir machen hier mal weiter, weil sonst, dauert das. Da könnte ich mich jetzt ewig dran totspielen. Ah, okay. Hier haben wir ein Schleusenrätsel. Da oben ist noch ein Schalter im Boden. Ah, da. Da ist ein roter. Aha. So, aber wenn ich jetzt da runter gehe. Ehe. Aha. Da kann ich zwar jetzt was hoch machen. Da ist eine leichte Zeitverzögerung drin. Nochmal. Ah, wenn ich das so mache. Aha. Also ich muss quasi verhindern. Ah, gut, das wusste ich jetzt nicht, dass er da raufklettern kann, unser Max. Nein, nein, nein. Ja, ja, genau. Doch, da. So will ich das. Aber das ist ja unglaublich wenig Zeit. Jetzt da. Aha. Schön. Keine Ahnung genau, wie das jetzt lief, aber gut. Gut, ich, da kann unser Felix erstmal in die Sicherheit hinein. Danke, Felix. Da können wir dann rauf. Ah, und die Framerate ist wieder ein bisschen... Genau. Ich hätte gesagt, das sieht doch ganz gut aus, oder? Roll, Felix, roll. Gut. Oh, schön. Und gleich drauf. Hm, das war jetzt gar nicht so schwer, wie ich dachte. Genau. Max, hallo? Jetzt aber. Wo geht's denn jetzt mal an? Wo? Dass wir die Tore zugehen müssen. Wo irgendwo hinkommen. Nee, oder wir müssen jetzt hier nicht Kugelstoßen mit unserem Bruder machen. Also das da oben wird eine Liane sein. Das da links wird ein Ast sein. Ich habe so die Befürchtung, dass das alles irgendwie mit unserem lieben Felix und mit unserem Max zu tun hat. Ich habe gerade so dieses Bild, dass ich jetzt den Felix da auf diesen unteren Stempel da drauf schieben muss und dann schnell hier mit dieser Liane in der Luft fest tackern muss, damit er dann hier durch die Tür gestoßen werden kann. Aber mir fehlt noch ein bisschen das Feuer, mit dem ich das hier kaputt machen kann, aber vielleicht kann ich das mit Felix kaputt machen. Es tut mir mal unglaublich leid, Felix. Sorry. Das muss ich mal sagen. Wahrscheinlich muss ich den Ast so platzieren, dass der dann die optimale Rampe ist für unseren Felix. Bam! Sorry, Felix. Sorry, Felix. Tut uns leid. Ja, die Stempel haben jetzt ihren Zweck erfüllt und kommen jetzt deswegen nicht mehr. Spielelogik. Kapitel 6-3. Tod durch Lava. Ui. Oh, Tod durch Lava. Going no further? Should I thank you for your help, Max? See you never. Beast! Finish him! No! No, der schon wieder. Ich sehe mich noch nicht. Okay. Okay, ich habe mich nicht gesehen. Ich musste mich schon bewegen. Ach, oben bin ich. Ah, no. Oh, tot. Okay. Da muss ich jetzt schnell. Na, komm hin. Oh.
langsam. Okay. Ja, Leute, nee, ich mache jetzt hier aber mal einen Cut. Ich weiß, das ist jetzt gemein. Aber, dafür muss ich mich jetzt kurz erholen, damit das hier kein endloses Drama wird. Und falls doch, dann sehen wir dieses endlose Drama im nächsten Part von Max, The Curse of Brotherhood. Also bis dann, ciao!